Meine Damen und Herren, liebe Kinder, guten Tag und herzlich willkommen. Ja, Sie wissen, was jetzt auf Sie zukommt. Currywurst, Kultklassiker. Machen Sie doch einfach mal die Probe aufs Exempel. So, hier ist er wieder. Gourmandminister, euer Restaurantkritiker im Pack mit dem Pack. Heute geht's zur Grillstube Ski. Da habe ich eine ganz bizarre Geschichte erlebt. Die trug sich zu vor über 20 Jahren, schon sehr lange her. Da bin ich mit meiner Band hergegangen, wir so, ne, nach der Probe dachten, so, noch Pommes essen, und alle haben sich eine Currywurst in eben dieser Grillstube geholt, ja. Und mir war das irgendwie suspekt. Ich habe das nicht geholt, ich habe nur Pommes gegessen. Alle waren danach am Kotzen und am Scheißen. Nur ich halt nicht, weil ich keine Currywurst gegessen habe. Dieser nette Herr dort drüben sagt aber, hier gibt es die beste Pommes, hast du nicht gesehen? Das, nein, Currywurst, nein, nein. Irgendwas dort. Das du ist Lüge, gesagt, Humbug. Alles Humbug. Du hast gesagt, hier gibt es den geilen Scheiß. Nee, geile Hähnchen gibt's hier. Geile halbe Hähnchen, ja, aber gibt's hier. Wir sind ja wegen Currywurst. Ja, das weiß ich auch nicht, wie die schmeckt. Die will ich ja jetzt probieren. Boah. Ja, dann wohlbekommt. Bis gleich. Currywurst-Liebe. Also das Außenbezirksambiente gefällt mir schon mal sehr gut. An der Hauptstraße ist immer super. Nein, wirklich, also Dortmund, das muss einfach so sein, wisst ihr? Da nichts Schickimicki und so eine Scheiße, das muss genauso. Genau so muss das sein. Ich hau mir jetzt eine Zigarette und dann dürfte das Essen ja wohl fertig sein. Ne? 4,70 kostet die Pommes Currywurst übrigens. Ist ein angenehmer Preis. Und dann wollen wir mal gucken, ob sich das Horrorereignis von vor 20 Jahren wiederholen wird. So, da wollen wir noch mal gucken, ne? Was haben wir denn hier? Die Soße, fällt mir schon mal auf, ist auf jeden Fall so, ja, so dickflüssig und zäh. Also zu flüssig darf sie auch nicht sein, aber auch nicht so zäh. Das sieht alles so... Aber das finde ich schon mal nicht gut, ne? Aber wir machen mal... Ja, sicher, richtig Gas geben. Richtig Gas geben hier an der Hauptstraße. So, machen wir erstmal die Pommes mit Soße natürlich, wie immer. Ja. Ist nicht gut und nicht schlecht. Aber eher unterer Durchschnitt. Aber wisst ihr, das kommt ja auch die Wurst an, ne? Hier ist die Wurst. Oh, Hunde können bleiben. Oh, die Wurst kann nichts. Wie so eine Knackwurst oder so, ne? Das ist eher wie so eine Bockwurst. Ja, ja. Ja, gut. Naja. Nee. Also wir sehen ja in diesem Video noch weitere Currywurst-Tests. Das ist der erste in dem Video. Wollen wir mal gucken, finden wir noch eine schlechtere? Wahrscheinlich finden wir noch viel, viel bessere. Nee, es bewahrheitet sich. Das war damals nicht geil. Okay. Und es ist heute auch irgendwie nicht so geil. Aber der Hunger zwängt rein. Wir sehen uns beim nächsten Test. Macht es gut, ne? Knapp 3000 Portionen Currywurst. Ja, weiter geht die lustige Currywurst-Testreise, auf die ich euch gerne mitnehme. Heute sind wir bei Pommes Rot-Weiß. Und da stellt sich mir die Frage, warum heißt das eigentlich Rot-Weiß? Ja, wahrscheinlich wegen Ketchup und Mayo, logisch, ne? Aber wenn du in Dortmund bist, dann hast du ja nicht Rot-Weiß-Essen, dann hast du ja Schwarz-Gelb, ne? Egal, wir holen dann mal eine Currywurst und dann schauen wir mal. Der DSD ist heute gar nicht dabei. Mit dem wollte ich ja eigentlich dahin, ne? Hier, könnt ihr sehen, ne? Dahin wollte ich mit dem, genau. Aber der ziert sich ja immer. Die paar Meter laufen, das ist ihm zu viel, ne? Wisst ihr? Grüße gehen raus, mein Bruder. Und jetzt gibt's Currywurst, Pommes, Rot-Weiß. Jo, mein Lieblingsessen. Hier ist natürlich eine sehr, ich muss ein bisschen leiser reden jetzt, ne? Natürlich eine sehr geschichtsträchtige Pommesbude, ne? Weil... Ja, die Blauen kriegen jetzt schon wieder Pimpanellen an, ne? Sacknaht, ne? Aber hier, ne, das ist wirklich, hier ist Dortmund zu Hause, ne? Da auch schön mit den Schränken und so. Ja, das ist so die BVB-Pommesbude. Konnte ich euch ja nicht vorenthalten, ne? So rum steht man hier schön an der Stromkastentheke, ja? Wie sich das gehört, ja, als Dortmunder. Da muss man ja auch mal an der Stromkastentheke essen, weil... Ich wollte nicht in dem Laden essen. Naja, wer weiß, ob die das so geil finden, und wenn da Leute mit Kamera rumlaufen. Deswegen ist es ein bisschen dunkler, aber ihr seht ja, wie es angerichtet ist. Die Currywurst, ja gut, das ist mein Verschulden, weil ich habe gesagt, zu mitnehmen. Und dann ist mir die ein bisschen verschüttet, aber ein bisschen wenig Soße. Wir fangen die heute mal direkt mit der Currywurst an.
Der Biss ist gut. Der Geschmack von der Wurst auch. Soße könnte ein bisschen kräftiger sein, aber wir haben ja noch die, die Currywurst, sag ich schon. Ja, hier auch schön. Straßenbahn im Hintergrund, wisst ihr, Ruhrpott-Romantik pur. Nur hier auf dem Kanal. Wir müssen ja nur die Pommes testen. Oh ja, Pommes sind. Oh, die Pommes sind geil. Die finde ich sehr, sehr geil. Ich nehme auch mal ohne Soße hier. Boah, die sind. Also die Pommes sind mega geil. Die sind nicht zu mehlig. Normalerweise hat man immer das Problem, dass die Pommes ein bisschen mehlig sind. Nee. Die sind fettig und geil. Also nicht zu fettig, also geil. Also für die Pommes lohnt sich das hier. Wir versuchen nochmal die Currywurst, vielleicht ist es am besten beim zweiten Mal besser. Currywurst fällt ein bisschen ab, ein bisschen nur. Da hätte ich mir eine kräftigere Soße gewünscht, aber der Biss von der Wurst ist geil. Also könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal gönnen hier. Pommes Rot-Weiß in Dortmund, in der Nähe vom Borsigplatz. Könnt ihr euch mal. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Test. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Ach so, ja, noch kurzer Nachtrag. Bei Pommes Rot-Weiß kostet die Pommes Currywurst 5,80 Euro. Das ist jetzt nicht der beste Kurs, aber ich bezahle gerne etwas mehr, wenn es besser schmeckt als bei Grillstube Ski. Um das nochmal zu erwähnen. Ne? Weiter geht's im Programm. Ja, stehe ich hier in einer Deusener Pizzeria. Warum stehe ich da? Weil wir hier Currywurst wieder verköstigen. Und hier drin in dem Kiosk, da holt der DSD gerade Bier. Und dann gibt's gleich lecker Currywurst, Pommes Currywurst in der Pizzeria Deusen. Ja gut, Deusen ist nicht so groß, ne? Und da muss man auch schon mal zwei Sachen miteinander vereinen. Ne? Und mal gucken wir mal, wie die Currywurst hier so ist. Wobei man sagen muss, das wird mit Huhn sein, weil das ist türkischer Mitbewohner, ne? Ja, genau. Wenn man das so sagen darf. Ja, aber ist ja egal, Deusen, Hauptsache. Deusen, Hauptsache, Deusen. Hauptsache schmeckt. Hier ist er wieder, Robby Robb, der Grützkopf der Waisenkinder. Und zusammen mit dem DSD sitze ich hier. Wie hast du mich genannt? Nein, ich bin Robby Robb, der Grützkopf der Waisenkinder. Du bist Rudolf Stock, der Stecher der Weißen Witten. Ja, Witten. Ja. So mal Fingerlingerling hier, ne? Ja. Sieht aus, als wenn wir vor so einer Bude wohnen würden. Ja, eigentlich gehört uns das alles, das wisst ihr noch nicht. Und das wird auch nicht verraten. Nee. Streng geheime Projekte. So, jetzt sind wir hier, Deusener Pizzeria, wo es auch Currywurst gibt, ne? Aber wir sind ja gerne in Deusen, hier in der alten Hut von dem Grümpel. DHS represent, Alter. Yes, yes. Und wir fangen natürlich wie immer an mit den Pommes, die wir kurz in die Soße tunken. So ist es etwas flüssig, aber mal gucken, was kommt. Das stimmt auch was. Ja, wir sind eine sehr fruchtige Soße. Finde ich gut, aber oh ja, jetzt kommt noch ein bisschen Schärfe mit. Sehr lecker, wirklich. Schmeckt gut nach Curry. Man muss aber dazu sagen, wir haben hier kein Schweinewürstchen, sondern halt Geflügelwürstchen, ne? Weil ist halt hier Tavuk heißt es. Tavuk. Tavuk, ja. Ist halt beim Türken, aber der soll halt ganz ja nicht schmälern. So, und jetzt kommt der große Moment, die Wurst, ne? Gut. Ey. Geht auch voll klar. Also, doch, geht voll klar. Ist jetzt, wie gesagt, Hafenkombüse ist immer noch Spitzenreiter, unangefochten. Danach hier Pommes pervers auch ganz großartig. Aber das ist auch eine gute, solide, schöne Currywurst. Kostet übrigens dieser Teller, den man hier sieht, 5,50 Euro. Ich finde dafür, das ist okay. Also, ne, mehr wäre zu teuer gewesen, aber das ist okay. So, jetzt genug gelabert. Auf geht's zur nächsten Verköstigung. Ich muss ja hier essen. Das hatten wir ja früher in Deusen nicht, ne? Am ganz alten Sportplatz, ne? An der Kreuzung hatten wir den Griechen. Jetzt erzählt er wieder irgendwelche Sachen vom Krieg. Ja, aber eine Pommesbude hatten wir noch eh nie. Ein paar Sekunden später. Ja, Winter is coming hier, meine Damen und Herren. Hier kommt Hagel runter, Land unter der Deichgraf. Jetzt ist aber auch ein bisschen schwierig, erstmal ein kleines Bierchen trinken, ne? Wir verarschen, Alter. Was ist los mit dem? Oh, ein Pikolöchen. Ja. Er hat gesagt, überrasch mich. Ja, aber noch nicht mit nichts. Ja, 025, Fingerlingerling.
Hat da gedacht, ex ich jetzt, mache ich aber nicht. Schauplatzwechsel. So, zum Abschluss des Jahres, ne? Currywurst-Test muss sein. Diesmal testen wir einfach mal eine Currywurst auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, richtig. Bei, wie heißt das nochmal? Schutz, Bratwurst und Co. Und dann wollen wir mal gucken, ob die Currywurst können, ja oder nein. Let's find out, ne? Currywurst, das bringt uns wieder voll in Form. So, da haben wir die Pommes Currywurst, das ist auch schön, ne? Ist kurz vor Weihnachten, es regnet, es sind 12 Grad. Es kommt schon gut, ne? Aber wir testen einfach mal wieder Currywurst an. Hier, es, wie immer, Pommes mit Soße. Ja. Scheiße. Pommes sind ein bisschen mehlig, aber es geht schon in Ordnung. Kannst du dreimal in die Soße ist okay. Jetzt kommt noch der Preis ins Spiel. Wir sind ja hier auf dem Weihnachtsmarkt, ne? Wir haben uns gedacht, da kommen hier mal Currywurst auf dem Weihnachtsmarkt. Hm? 7,50 Euro. Immer noch günstiger als auf der Power of the Forcecon. Stimmt! Auf der Power of the Forcecon hat es nämlich genau 10,49 Euro gekostet. Gucken wir mal, wie viel die Pommes Currywurst für 10,80 Euro. Ich habe die ja gestern schon getestet. Könnt ihr dann bei mir sehen. Bei mir gibt es heute nur eine Pommes und ein Bier für 5 Euro. 1 Euro teurer, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Vielleicht. Naja, wollen wir mal gucken, wie die Pommes Currywurst für 10,80 Euro mundet. Aber ist natürlich ein harter Preis, ne? Und ich meine, das Schälchen ist jetzt nicht so gigantisch groß, aber geht. Aber der Wichtige ist ja der Wurst, ne? Die Stabilität wird das Schälchen dann immer größer mit der Zeit. Ja. Vor allem merkt man nicht mal, ob es Pommes ist oder das Schälchen ist, weißt du? Okay. Da muss man aber zugute halten. Die Wurst hat einen schönen Biss. Innen drin schön weich und gut. Und außen halt die Haut ein bisschen angeknackigt. Ne? So ein bisschen krosser als drin. Das geht schon. Das ist schon eine okaye Wurst. Aber der Preis natürlich. Ja. Aber macht man nicht alles, ne? Für euer Entertainment zu Hause vor den Volksempfängern kauft man sich auch mal eine überteuerte Currywurst. Irgendwas ist in der Soße drin. So. Der ist jetzt aber alleine. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Vielleicht kommen mal wieder Currywurst-Testvideos. Ich sammle ja immer, bis ich 4 Tests zusammen habe und dann wird das in ein Video gepackt. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Ne? Deswegen jetzt abschalten. Abschalten.